Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Phishingwelle bedroht Firmen und Privatcomputer. Maria Lichtmess beendet die Weihnachtszeit und FSV Zwickau empfängt Schlusslicht Eintracht Braunschweig. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur letzten Ausgabe von Tag aktuell für diese Woche. An Ihrer Wohnung haben Sie sicher eine Tür, die Sie auch abschließen. Oder lassen Sie den Eingang rund um die Uhr geöffnet? Wohl kaum, denn dann könnte ja jeder hereinkommen und Sie beklauen. Doch beim Computer sind manche viel sorgloser. Da stehen Tür und Tor offen und Kriminelle haben leichtes Spiel. Eine aktuelle Bedrohung sind Phishing-Mails, die aussehen, als seien sie von einem großen Online-Händler. Man sollte nicht alles glauben, was einem jemand weismachen will. Das gilt im Internet genauso wie im realen Leben. Der Computerexperte Frank Herwig merkt es immer recht schnell, wenn mal wieder ein Virus, ein Wurm, ein Trojaner oder sonstige Schadsoftware umgeht. Dann ist er gefragt. Ja, es ist also so, dass viele Leute kommen mit Problemen auf dem Laptop, teilweise auch geschädigte Leute, die also auf so Phishing-Mails hineingefallen sind. Das Problem ist akut und immer mal wieder, alle halbe Jahre kommen dort gewisse Wellen. Was tun, wenn man eine Schad-E-Mail bekommen hat? Als erstes Ruhe bewahren, rät Frank Herwig. Hektik und kopfloses Handeln könnte die Lage nur verschlimmern. Also die Phishing-Mail an sich ist nicht schädlich. Es ist eine Mail, die man übrigens einfach löschen sollte. Problematisch wird es dann, wenn man in der Mail auf Links klickt, auf Anhänge klickt. Die können durchaus gefährlich werden. Übrigens häufig gedankenlos, weil es eben vertrauenswürdige Plattformen sind. Wir haben es gerade Amazon, DHL, Ihre Hausbank, was auch immer. Vertrauenswürdige Plattformen, denen man gedankenlos schnell folgt per Link und dann wird es problematisch. Die erste Maßnahme, wenn sich der eigene Rechner einen Schädling eingefangen hat, ist so einfach wie wirkungsvoll. Zuerst Kopf einschalten. Also Vorsorge, die Hauptvorsorge ist erstmal der gesunde Menschenverstand. Gesunde Menschenverstand prüfen, ob das wirklich ein Thema ist, was an mich herangetragen wird, was Sinn macht. Prüfen, ob es nicht zu billig ist, das Angebot, was dort möglicherweise angeboten wird. Und prüfen, indem man die Mail genau liest. Ne? Häufig kommen die Phishing-Mails aus anderen Ländern auch. Das heißt, man hat häufig versteckte orthografische Fehler, die man mal genau angucken sollte. Das Logo ist nicht ganz exakt. Die Absenderadresse ist nicht richtig. Das heißt, genau lesen hilft. Manchmal ist es aber gar nicht so leicht, Unregelmäßigkeiten zu erkennen. An einen besonders perfiden Fall erinnert sich der Computerfachmann noch heute. Ich habe eine Firma gehabt, die haben zufällig eine Stellenausschreibung bekommen. Das war wirklich reiner Zufall. Die bekommen eine Phishing-Mail, die wirklich böse war, mit einer Stellenausschreibung als Antwort. Die Sekretärin hat natürlich einfach angeklickt, hat nicht nachgedacht. Und genau das ist das Problem. Aktiv handeln führt erst zum eigentlichen Problem. Die Mail an sich wird einfach gelöscht. Bitte keine Mails annehmen, wo ich nicht hundertprozentig weiß, dass sie von einem Bekannten kommen. Keine Word-Anhänge, gleich gar nicht ZIP-Dateien, gleich gar nicht Excel-Dateien, die als Anhänge dran sind. All das ist problematisch. Und selbst wenn es von einem Bekannten kommt, der es weitergeleitet hat, kann auch ein Virus dranhängen. Und den bitte ich dann einfach, Junge, schick mir das bitte als PDF oder als Brief oder Post zu. Dann bin ich ganz sicher, dass da nichts passieren kann. Eines zu erwähnen war Frank Herwig auch noch wichtig. Keiner muss aus Angst vor Angriffen auf das Internet verzichten. Man muss sich nur schützen. Aber einen Seitenhieb auf den Onlinehandel hatte auch er noch parat. Wer beim Computerkauf auf Nummer sicher gehen will, der braucht ja nicht online einzukaufen. Wer lokal kauft, der macht nicht nur die Kommune oder die Stadt oder den Händler zufriedener. Das sind unsere Städte, die wir auch mehr oder weniger selbst im Griff haben, wie die in 10 Jahren aussehen. Sondern er sieht natürlich das Produkt, er sieht den Händler, den Verkäufer, ob er vertrauenswürdig ist oder nicht. Die Probleme hat er dort zumindest nicht. Das ist ganz klar, natürlich. Und im Geschäft vor Ort findet sich auch ein Fachmann, der bei Problemen helfen kann. Und im täglichen Geschäft hat Frank Herwig schon die schlimmsten Fälle erlebt. Wirklich dramatisch sind tatsächlich Verschlüsselungstrojaner.
Das heißt, das sind Mails und da ist das gleiche Prinzip. Die ziehen sie sich eigentlich zu, indem sie aktiv eine Handlung ausführen. Nur die Mail alleine tut noch nichts. Die kann Anhänger haben, die gehört einfach gelöscht. Aber in dem Moment, wo sie aktiv einen Link folgen, einen Anhang, auch wenn selbst PDFs oder Word-Dokumente können gefährlich sein, können Trojaner einspielen in einen PC, die dann Dinge tun, die wir nicht wollen. Im schlimmsten Fall den PC-Verschlüsselung, das ist auch eine übliche Methode von Gangs, die dann möglicherweise mehrere hundert bis mehrere tausend Euro verlangen, ihnen dann tatsächlich auch einen Schlüssel zuschicken und ihre Daten wieder freilegen. Aber wenn sie das eben nicht machen, sind die Daten verschlüsselt, sie haben keine Chance ranzukommen. Deswegen nochmal, wichtigstes, keine aktiven Handlungen, solange ich nicht ganz sicher bin, dass es wirklich eine seriöse Nachricht ist. Im Falle eines Verschlüsselungstrojaners ist das Sinnvollste, sofort den Rechner aus der Steckdose ziehen und damit vom Stromnetz trennen. Damit schaltet man immerhin auch den Verschlüsselungsalgorithmus aus. Aber ein paar grundlegende Dinge sollte jeder Computernutzer natürlich auch bedenken. Also eine Antivirenschutz, eine Firewall gehört auf jeden PC und die muss aktuell sein. Das hat keinen Zweck, wenn ich ein Windows-Betriebssystem habe, wo ja ein Defender, ein Antiviren und eine Firewall schon enthalten ist. Und ich bekomme Rechner, die ein halbes Jahr nicht abgedatet worden sind. Das heißt, täglich neue Updates auch aktiv anschieben, wenn der Automatismus nicht funktioniert, immer auf aktuellsten Stand, auch die Browser aktuell halten, die Add-ons in den Browsern, sprich alle Updates aktuell halten, ganz wichtig. Man muss die Bedrohung nur erkennen und wissen, welche Gefahren lauern können. Dann haben es die Täter schon deutlich schwerer, sie zu schädigen. In der dunklen und kalten Jahreszeit ist es seit Jahrhunderten, insbesondere im Erzgebirge und in den Bergbauorten üblich, wärmendes Licht ins Haus zu bringen. Neben verschiedensten Figuren erfolgte dies mit kerzenbestückten Schwibbögen. Mit dieser Illuminierung wurde auch ganz bewusst die Darstellung des Lichtes als Ausdruck der Wärme, Geborgenheit und Friedenssehnsucht verbunden. Dieser Brauch verfestigte sich mit der Zeit um das Weihnachtsfest, der Geburt Jesu. Ein ungeschriebenes Gesetz lautet dazu, Lichter werden erst am Montag nach dem Toten Sonntag, doch spätestens am Vorabend des ersten Advent aufgestellt. Gleiches gilt für das Abbauen, obwohl hier die Meinungen etwas auseinandergehen. Für die einen endet sie Hohe Neujahr, am Dreikönigstag, also am 6. Januar. Viele legen den Tag allerdings auf den ersten Sonntag nach Neujahr. Endgültig Schluss sollte für den Lichterbogen allerdings am 2. Februar sein. Denn an Maria Lichtmest endete laut Kirchenkalender früher die Weihnachtszeit. Ursprung hat dies im 5. Jahrhundert. Damals wurde in Jerusalem der 40. Tag nach der Geburt Jesu gefeiert. Der Tag, als Mutter Maria laut festgesetzter Tagesfrist ein Neugeborenes in den Tempel zu bringen hatte. Die Kerzen, mit denen die Gläubigen beider Kommen symbolisch begleiteten, wurden eigens geweiht. Später entwickelten sich daraus Lichterprozessionen, zu denen eine Kerzensegnung erfolgte, dieses dann als das Fest Maria Lichtmess bekannt wurde. Heute kann das umgangssprachlich auch anders gedeutet werden. Die Messen sind gelesen für das Kerzenlicht und die Weihnachtszeit. Werbung. Das Tanzereignis 2019 steht vor der Tür. Der TSC Silberschwan Zwickau präsentiert zwei Landesmeisterschaften im Standard der Senioren 2 und die Gebietsmeisterschaft Ost über 10 Tänze. Mit am Start sind hochkarätige Tanzpaare aus 5 Bundesländern und bei den Senioren 1 starten die amtierenden Vize-Weltmeister und Deutsche Meister über 10 Tänze und Europameister in Latein aus Dresden. Jetzt Karten sichern für den 2. März im Konzert- und Ballhaus Neue Welt in Zwickau. Für die Tagesveranstaltung gibt es Karten an der Tageskasse und für die abendliche Ballveranstaltung ist der Ticketverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online möglich. Arbeit in der Region gesucht? Im Stellenmarkt bei TV Westsachsen fündig werden? Täglich in unserem Programm. Thank you.
Peitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Die Urlaubssaison 2019 ist im vollen Gange. Buchen Sie jetzt Ihren nächsten wohlverdienten Urlaub bei Ihr Reiseservice, dem kompetenten Reisebüro in der Römerstraße 27 in Zwickau. Egal ob Kreuzfahrten, Pauschalreisen, Busreisen inklusive Haustürtransfer, Kur- und Wellnessreisen, Mietwagen oder Flüge in die ganze Welt. Wir haben für Sie garantiert immer das richtige Angebot zur Hand. Besuchen Sie uns in der Römerstraße 27 in Zwickau und lassen Sie uns zusammen Ihre nächste Auszeit planen. Ich komme in den Sportpark wegen meiner Gesundheit. Ich fühle mich sehr wohl. Es ist alles prima. Die Knochen werden entlastet, dadurch schon wieder fit gemacht. Der Rücken, die gute Rückenschule hier, die ist prima. Also mir gefällt sie ganz toll und mir gefällt hier das ganze Ambiente sehr gut. Vor allen Dingen auch angefangen von den Umkleideräumen, von den Duschen, von der Sauna, vom Saunabereich insgesamt. Also das ist das Tolle hier. Ohne den Sportpark geht nichts mehr. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Ab kommenden Montag erfolgen an der Parkstraße auf dem Areal des ehemaligen Schwanenschlosses Baumfällarbeiten. Der Grund für die Arbeiten ist zum einen die Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Umfeld der Fläche, zum anderen sind die Leistungen Grundlage für weitere baugrundtechnische Untersuchungen. Das Gelände soll ertüchtigt und nutzbar gemacht werden. Gleichzeitig soll die sich hier im Untergrund befindliche Quelle als Frischwasserzufluss des Schwanenteiches gesichert werden. Bisher scheiterte eine Nachnutzung der beachtlichen Teilfläche der denkmalgeschützten Parkanlage um den Schwanenteich sowohl durch die Stadt als auch durch private Investoren, insbesondere am Problem der noch vorhandenen unterirdischen Bauwerke des ehemaligen Schwanenschlosses. Aufgrund der örtlichen Bedingungen kann die Beräumung des Areals von Wildwuchs nur mit Spezialtechnik von außerhalb der Fläche erfolgen. Aus diesem Grund wird die Parkstraße zwischen Mittenzweistraße und Tennisplatz am 4. und 5. Februar 2019 voll gesperrt. Im November vergangenen Jahres setzte sich die an der WHZ studierende Anastasia Axa gegen 10 Konkurrentinnen durch und wurde zur Miss Sachsen gewählt. Bei den Herren konnte damals Tobias Ritter überzeugen. Nun fährt die 21-Jährige ins Mrs. Camp in den Europapark Rust und nach Fuerteventura. Wie die BWL-Studentin gegenüber TV Westsachsen verlauten ließ, geht es dort um das Training für die entscheidende Wahl zur Miss Germany am 23. Februar. Es gehe um das elegante Bewegen auf dem Laufsteg, Interviewverhalten und vieles mehr. Weiter gestand sie, dass sie das Miss Germany-Finale als große Herausforderung sehe. Trotzdem nehme sie die Sache ernst, wolle das Finale aber locker angehen und genießen.
TV Westsachsen wünscht dafür alles Gute. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Publikumsliebling Volker Lechtenbrink muss seine für Samstag, den 9. Februar um 19.30 Uhr angekündigte Lesung im König-Albert-Theater Bad Elster aufgrund kurzfristiger Drehtermine absagen. Als Ersatz werden an diesem Abend die kursächsischen Streichersolisten kurzfristig das Konzert Eine kleine Nachtmusik aufführen. Bereits gekaufte Tickets können ab sofort in der Touristinformation Bad Elster bzw. an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Vom 4. bis 8. Februar bleibt das Vogtlandmuseum Plauen wegen Umbaus geschlossen. In dieser Zeit wird die umfangreiche Weihnachtsschau abgebaut. Die Galerie E.O. Plauen hat in dieser Zeit wie gewohnt geöffnet. Noch bis diesen Sonntag ist die Weihnachtsschau zu sehen. Unmittelbar nach dem Abbau gibt es bereits wieder ein kleines Highlight. Vom 9. Februar bis zum 30. März werden Bühnenfotografien zum Theaterstück Heimatfront in einer kleinen Fotogalerie gezeigt. Am Montagabend trifft der FSV Zwickau unter Flutlicht auf Eintracht Braunschweig. Der Tabellenletzte kommt nach dem 2:0 Heimerfolg gegen Hansa Rostock mit viel Selbstvertrauen nach Sachsen. Dieses neu gewonnene Selbstvertrauen des Tabellenletzten hat natürlich auch der FSV-Trainer Joe Enox zur Kenntnis genommen. Es kann eine heikle Aufgabe werden, am Montagabend unter Flutlicht gegen Eintracht Braunschweig spielen zu müssen. Vor allem ist es schwierig, die Gäste, die beim Heimsieg gegen Rostock viele Neuzugänge im Aufgebot hatten, richtig einzuordnen, meinte er. Braunschweig hat auch in der Hinrunde ungeachtet manch unbefriedigender Ergebnisse kaum Chancen zugelassen. Gegen Rostock hat man gesehen, dass ihre Stärke die Standards sind. Da entwickeln sie die meiste Gefahr. Mike Könnige hatte sich im Training verletzt, wird am Montag aber spielen können. Zu Brian Gaul angesprochen, sieht der Coach eine gute Entwicklung bei seinem Landsmann. Er wird immer besser, nimmt die Zweikämpfe gut an, mit ihm können wir rechnen. Anschließend fasste der FSV-Trainer zusammen. Es wird am Montagabend ganz schwer. Allerdings, das Team ist gut genug, um auch diese Herausforderung zu bewältigen. Der Sportdirektor macht einen ganz entspannten Eindruck. Also darf ich daraus schließen, dass die Spielabsage gegen den KSC die Mannschaft nicht aus dem Rhythmus gebracht hat. Aber meine Frage ist eine ganz andere. Wie sind die Abläufe, die zu so einem Spielabbruch führen? Muss der Verein irgendwo eine Kommission anmelden? Kommt die Kommission alleine oder ist da der Verband mit im Boot? Wie sieht das aus, David Wagner? Na, insgesamt ist ja um so ein Spiel drumherum sehr viel los, was Sicherheit anbelangt, Feuerwehr etc. pp. Und letztendlich haben wir natürlich die Kommission anmelden müssen, ist klar, weil wir gesehen haben, dass die Witterungsbedingungen schwierig sind. Und letztendlich hat dann die Kommission auch entschieden, dass das Spiel nicht stattfinden kann aufgrund der äußeren Umstände da ums Stadion drumherum. Also ist in allererster Linie der Verein gefragt, der dann für sich selbst sagen muss, ich bin dann auch für die Sicherheit mitverantwortlich, wenn die Gäste kommen, Traversen säubern und vieles andere mehr. Ist das richtig so? Absolut, genau so ist es. Gut. Kommen wir mal zum sportlichen Bereich. Braunschweig steht an. Schwieriger Gegner, Tabellenletzter. Haben noch mal ein bisschen Aufwind bekommen. Haben sich auch richtig gut verstärkt. Wir haben uns übrigens auch verstärkt. Das kann ein spannendes Spiel werden. Und ich glaube, es wird eines der schwierigsten in dieser noch jungen, sage ich mal, Rückrunde. Ja, insgesamt wissen wir ja jetzt auch mit der Erfahrung von diesem Jahr und auch aus den letzten zwei Jahren, es gibt letztendlich kein leichtes Spiel in der dritten Liga. Ja, Spiele sind alle hart umkämpft, oftmals kleine Nuancen entscheiden über Sieg und Niederlage. Und ja, wir freuen uns letztendlich auf das Spiel. Ja, Braunschweig ist ein absolut attraktiver Gegner. Ich denke, dass auch dass viele Zuschauer ins Stadion kommen werden, davon gehe ich fest aus, und für gute Stimmung sorgen werden. Und wir wollen natürlich dann auch gerne die drei Punkte bei uns behalten. David Wagner, Oren McKinnis-Gaines. Für 5 Monate ausgeliehen, da wird es ganz wichtig sein, ihn möglichst schnell zu integrieren.
Ja, absolut. Das ist ein wichtiges Thema, dass der Junge sich schnell innerhalb des Vereines, aber ganz speziell innerhalb der Mannschaft wohlfühlt. Da gibt es aber bei uns keine Probleme. Wir haben eine sehr intakte Mannschaft, wie jeder weiß. Und der McKinsey ist in kürzester Zeit auch sofort aufgenommen worden. Und ja, wird sich dort auch schnell innerhalb der Mannschaft akklimatisieren. Gibt es da auch Gedankengänge seitens des Sportdirektors über diese Ausleihzeit hinaus? Na, wir haben jetzt erstmal die Vereinbarung getroffen bis 30.06. in einer sehr guten Zusammenarbeit mit Darmstadt, das muss man sagen. Waren alles ganz saubere Gespräche, wo natürlich die Darmstädter auch sehr interessiert dran sind, dass so ein junger Spieler, den sie auch längerfristig unter Vertrag haben, möglichst Einsatzzeiten bekommt. Ja, und das wird dann unser Trainerteam entscheiden. Ich glaube, die wird er bekommen. Viel Erfolg mit dem neuen Mann. Danke, David Wagner. Vielen Dank. Joe Enox, wir stellen uns mal mit viel Fantasie vor. Sie studieren Psychologie am College und Ihr Professor sagt, mein lieber Joe, du musst jetzt mal mit wenigen Sätzen deinen Kommilitonen Oren McCain Gaines umschreiben. Wie würde das aussehen? Verdammt schnell. Eine Waffe vorne. Der muss halt Bindung zum Spiel finden. Wenn er diese Bindung zum Spiel findet, zu seiner neuen Mannschaft, dann wird er halt richtig gefährlich. Das ist so einen kleinen, diese Qualität, was er hat, da haben wir halt noch nicht in der Mannschaft gehabt. Aber das muss man auch halt sagen, dass er halt seit einem Jahr nicht mehr Fußball gespielt hatte, also nicht mehr halt in die Punktspiele eingesetzt worden ist. Deswegen braucht er ein bisschen Zeit. Aber er ist ja nur 5 Monate da. Wie wollen Sie den Spagat hinbekommen? Ihm die Einsatzzeiten zu geben, die er sich gerne wünscht, aber auf der anderen Art auch Rücksicht zu nehmen, weil er eben noch diesen Trainingsrückstand hat. Trainingsrückstand hat er nicht, sondern halt diese Spielpraxis. Praxis, Spielpraxis. Ja. Letztendlich geht es um FSV Zwickau. Und wenn wir der Meinung sind, dass er halt uns halt sofort helfen wird, dann wird er spielen. Ich bin fest davon überzeugt, dass er halt über diese 5 Monate halt wirklich richtig gut einschlagen wird und Qualität mitbringt, was wir halt im Moment nicht hatten. Und deswegen mache mir keine Gedanken in der Richtung. Also der wird halt seine Spiele bekommen. Nicht, weil er Spielpraxis braucht, nicht, weil wir halt Darmstadt irgendwas Gutes tun wollen, weil wir halt einfach die Spiele gewinnen wollen. Könnt ihr schon am Montag ein paar Minuten Spielpraxis bekommen, wenn das Spiel gut läuft, gegen die Braunschweiger Eintracht? Ist immer halt denkbar, dass er halt spielt. Die Konkurrenz auf der Position ist extrem hoch. Nils Mjerke und Moritz Schröter und Christian Bickel haben immer wieder bewiesen, was sie für eine Klasse haben. Es ist halt ein anderer Typ Spieler. Der ist halt mit seiner Schnelligkeit schwer zu halten, schwer zu spielen. Aber die anderen drei Spieler, die halt auf diese Position immer wieder eingesetzt worden ist, nicht zu vergessen Alex Katalis, der eher diese defensive Position bekleidet, sind alle wirklich sehr gut. Und deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir noch einen dazu bekommen, der halt die Konkurrenzkampf erhöht. Kommen wir mal zum Spiel am Montagabend. Für den Tabellenletzten ist ja jedes Spiel ein Schicksalsspiel. Da wird ja auch ein immenser psychologischer Druck aufgebaut, was die Mannschaft Eintracht Braunschweig betrifft. Können Sie daraus ein Stück weit Nutzen für Ihr Team erkennen? Ich glaube schon, dass wir, wir nehmen kein Spiel auf den leichten Schulter. Aber wir wissen, wie gefährlich Eintracht Braunschweig ist. Die haben halt den Weg gefunden, halt wieder Drittliga-Fußball zu spielen. Die haben halt am Anfang der Saison halt so immer noch Zweite-Liga-Fußball gespielt, wo es halt so ein bisschen mehr ums Fußballspielen geht. Und die haben halt jetzt das Spiel angenommen in der dritten Liga und deswegen sind sie saugefährlich. Die haben halt eine gut besetzte Mannschaft. Wir machen uns keine Gedanken um halt Braunschweig, wir machen uns Gedanken um uns. Wir haben halt zu Hause das letzte Spiel halt gegen Groß-Asbach war es, gewonnen. Das ist für uns halt dieses Selbstvertrauen, was wir halt rausnehmen. Wir haben halt viele Punkte geholt aus der Hinrunde und das wollen wir halt als Selbstvertrauen halt mitnehmen in die Rückrunde und halt versuchen, unsere Punkte gerade zu Hause halt hier zu behalten. Nun ist ja in der vergangenen Woche völlig überraschend das Spiel gegen den KSC ausgefallen. Wie haben Sie Ihre Mannschaft, ich sag mal, bei Laune gehalten, dass sie den Rhythmus beibehalten kann? Ja, es ist nicht immer einfach, weil die Spannung hochgebaut worden ist über die ganze Woche und dann halt am Samstag das Spiel abgesagt zu bekommen, war halt natürlich so ein kleiner Knackpunkt. Nichtsdestotrotz, wir dürfen jetzt gegen Eintracht Braunschweig keine Ausreden haben, dass wir halt, dass die Spannung nicht da ist. Die Spannung ist da. Wir haben ja gestern eine gute Trainingseinheit gesehen. Wir werden halt nochmal 3-mal trainieren, bevor das Spiel am Montagabend stattfindet. Es wird das Spiel, diese Auswahl wird keine Ausrede für uns sein,
nicht gegen Braunschweig eine Top-Leistung bringen zu können. Sie können gegen Braunschweig mit Bestbesetzung auflaufen. Ja, genau. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Am Samstag werden in der Sporthalle des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums Zwickau die Finalturniere der Futsal-Landesmeisterschaft der Frauen und C-Juniorinnen ausgetragen. Ab 10 Uhr treten die C-Juniorinnen an den Ball. Dabei gehen die Spielerinnen des DFC Westsachsen Zwickau als Titelverteidiger und deutscher Vizemeister ins Rennen. Trotzdem kann das Starterfeld als sehr ausgeglichen betrachtet werden und wäre ein Medaillengewinn der Zwickauerinnen schon ein Erfolg. Im Anschluss um 15 Uhr beginnt das Frauenturnier. Da werden die Damen von Phoenix Leipzig als klarer Favorit gehandelt. Zudem treten mit dem Chemnitzer FC und dem Team von RB Leipzig zwei weitere Große an. Interessant bei diesem Turnier, der dritte Platz berechtigt zur Teilnahme am Supercup. Genau das ist das Ziel der DFC-Damen. Werbung. Der Gasthof Giegengrün und das Giegengrüner Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof Giegengrün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten. Das ist das Besondere im Gasthof Giegengrün. Das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Das Wetter präsentiert Ihnen Ihre Goldbrötchenbäckerei Jansröder aus dem idyllischen Vogtland. Bei jedem Wetter die richtige Wahl. Morgen hat die Sonne keine Chance. Bei maximal 4 Grad bleibt es den ganzen Tag bedeckt. Hier sind die Wetteraussichten bis Dienstag. Am Sonntag ist mit Schnee zu rechnen und die Werte liegen um den Gefrierpunkt. Zum Wochenstart wird es wieder kälter, aber es bleibt niederschlagsfrei und die Sonne lässt sich ab und zu blicken. Das war Ihr Abendmagazin tagaktuell für diese Woche. Falls Sie am Wochenende noch nichts vorhaben, in der Zwickauer Stadthalle findet die Messe Bildung und Beruf statt. Dort werden Sie vielleicht auch auf uns treffen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wundervollen Abend, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.